Ja, hallo, ihr Lieben. Christian Schirmer, Paartherapeut, Beziehungscoach. Gehen wir mal mit einer echten Ausbildung hier auf YouTube. Ich weiß, wird kaum noch geduldet. Aber genau, wir wollen heute mal über zwei Sachen reden. Also mich riecht momentan so viel auf, ey, in der Gesellschaft. Ich denke, ich kann nicht mehr. Können die Leute nicht mal selber denken oder nur noch irgendwelchen Ideologien hinterherrennen? Ich bin echt am Verzweifeln, ich bin richtig am Verzweifeln. Ich denke mir schon, ich habe keine Lust mehr, diese Videos. Ich kann das nicht mehr. Wirklich, ich kann es nicht mehr. Naja, gut, also zwei Themen heute. Einmal wollte ich über Bumble reden, was eine wichtige Änderung gemacht hat. Eigentlich die Änderung, die diese App überhaupt unterschieden hat von anderen Dating-Apps, nämlich dass nur Frauen Männer anschreiben können. Und dann wollte ich nochmal reden über auch im Fall Annie the Duck, über Ferndiagnosen im Internet. Also ich bin einfach fassungslos. Also diese wie unglücklich müssen die Menschen sein, dass sie über andere am Boden sehen wollen. Und ich weiß nicht, also wirklich. Wenn euch das interessiert, aber mal zur Hälfte vorspulen. Fangen wir mal an mit Bumble. Ja, also Bumble ist ja eine große Dating-App und klar, wir leben im Zeitalter des Empowerments und all das. Und wobei ich nach wie vor, also Empowerment ist natürlich eine prima Sache, aber im Bereich Dating, wollen viele gar nicht so, weiß ich nicht, Dating ist ein Spiel, das ist nicht die Welt, das ist nicht, ich gründe ein Unternehmen oder ich weiß nicht, kriegen wir das gleiche Gehalt oder so, das ist ein Spiel, was von unseren, auch teilweise biologisch und vor allen Dingen durch Sexualhormone gesteuerten, oder das heißt gesteuert, also erleichterten Vorlieben gespielt wird, so, und das kannst du einfach nicht so in Schablonen pressen. Jetzt wollen wir aber, dass Frauen sind empowered und die sollen die Männer anschreiben. Durften sie ja vorher auch schon. Ne? Warum haben sie es dann nicht schon gemacht? Ja klar, ich weiß, ich bin ja so kein Fan von Dating-Apps. Wisst ihr, klar, wird man manchmal blöd angeschrieben, was weiß ich, so. Und jetzt hat Bumble diese Neuerung, war es ja auch interessant, kann man ja ausprobieren, ist ja alles wunderbar. Und was kommt dabei raus? Es funktioniert auf die Dauer nicht. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Ne? Ich meine, guck dir mal, deswegen habe ich extra Datingkurse für Männer und Frauen, weil wir haben unterschiedliche Sexualstrategien, wie jedes verdammt. Also immer diese Ideologien, das muss jetzt so und so. Und auch wenn die ganze Forschung dagegen spricht, es gibt wirklich tonnenweise Forschung, also klasse, Männer und Frauen größtenteils gleich zu 99,9% oder weiß nicht was. Nee, ist weniger, aber wir haben Unterschiede. Warum darf das nicht sein? Also Frauen dürfen ja Männer ansprechen, aber viele Frauen wollen das gar nicht so, ne? Und jetzt kommt raus, viele Frauen wollen das gar nicht. Und deswegen macht man jetzt diese Änderung, dass es eben nicht mehr nur so die Frauen die Männer ansprechen müssen, so, ne? Ja, und zwar steht hier wörtlich, also for women who date men, also in so einem Artikel, making the first move on a dating app can be empowering, but having it to do it can be a burden. Das ist genau, was ich immer sage, es ist zwar Empowerment, aber das ist einfach so, es fühlt sich, und das ist in Ordnung, es fühlt sich für viele Frauen, haben da gar keine Lust zu. Die wollen lieber angesprochen werden. Klar, wenn sie jetzt sagen, wir sprechen aber immer nicht die falschen Leute an, natürlich kannst du doch auch mal auf dich aufmerksam machen, oder du darfst ja auch Männer ansprechen, so, ne? Aber was hier auch steht, wie gesagt, in so einem politisch korrekten Artikel, dass zwar dann Frauen auf Männer angesprochen haben, aber dass es den Vibe gekillt hat, das ist genau, was ich immer sage. Aber jetzt, es darf natürlich nicht sein, was nicht sein darf. Und deswegen wird hier in diesen ganzen Artikeln immer geschrieben, ja, das ist gefährlich, das ist jetzt wieder ein Rückschritt in der Gesellschaft. Nein, ist es nicht. Wir können, also jeder soll alles machen dürfen. Aber warum diese blöden Ideologien, wie Dating laufen soll, du kannst nicht einfach dir eine Ideologie, ich muss richtig aufregen, Ideologie ausdenken und dann denken, das funktioniert, wenn es nicht mit den Menschen geweibt ist, so, ne? Also wenn, wie gesagt, wir dürfen alle alles Mögliche, aber es das heißt ja nicht, dass wir das machen wollen müssen, so, ne? Versteht ihr, was ich sage? Und ja, und dann wird diese halt auch geschrieben und ich habe jetzt mehrere Artikel mal gelesen, ja, jetzt ist wieder, jetzt müssen die Männer wieder den Frauen die Tür aufhalten, was weiß ich.
Und das ist wieder ein Rückschritt ins 18. Jahrhundert. Nein, ist es nicht. Das ist, ihr dürft, jeder darf tun, was er will. Aber es ist ein Spiel mit verteilten Rollen, die auch nicht ans biologische Geschlecht gekoppelt sein müssen und die es auch in homosexuellen und queeren Beziehungen gibt und was weiß ich. Es ist ein verdammtes Spiel. Warum darf es nicht ein Spiel bleiben? Warum wird uns vorgeschrieben, wie wir daten müssen? Und wie man sieht, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das, was ich immer wieder... War super interessant. Das andere, ich meine, ich will jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, also mit Annie the Duck, ich habe es verstanden. Alle finden sie einen ganz bösen Menschen und schwierig. Und wo sie wenigstens sich persönlich getroffen haben, okay, verstehe ich. Aber Leute, das kann doch nicht wahr sein, wenn ich in meinen YouTube-Feed gucke und sehe Annie the Duck psychopathisch, also nee, wie heißt das, Psychopathin, Fragezeichen, oder irgendwie so aus einer Richtung von Leuten, die, also natürlich gibt es auch von Leuten, die überhaupt keine Ausbildung haben und ich bin der Narzissmus-Experte und dann Life-Coach. Ich denke, ich schreie, Narzissmus-Experte, Life-Coach, so und so. Leute, ey, wollt ihr auch noch Krebs heilen oder was? Ich weiß es nicht. Und aber auch von Leuten, die entsprechende Ausbildungen haben. Klar, die sagen nicht ganz direkt, Annie the Duck ist Punkt, 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 sondern aber es wird in so einem sprachlichen Zusammenhang gestellt, wo es ganz deutlich, wo es doch letztlich irgendwie Richtung Ferndiagnosen geht und dann gesagt wird, ja, Psychopathen sind ja Bettmesser und Tierquäler und Brandstifter. Und guck mal, sie hat schon Tiere gequält. Alter, Leute, ey, sag mal, geht's noch? Geht's noch irgendwie? Gibt's noch sowas wie Artikel 1 Bundesgesetz? Würde des Menschen ist unantastbar, so, ne? Sei das, die alle sie nicht mögen. Und aber ihr könnt jemand aus der Ferne, könnt ihr, deswegen wird das auch alles abgeschafft und bis auf die Borderline-Diagnose, diese ganzen Sachen, weil das einfach nicht valide ist. Es gibt also nicht alle, die sich scheiße benehmen, sind irgendwie Narzissten. Also ich, das ist schon basic Knowledge, Psychologie wirklich, nulltes Semester. Ja, es gibt auch Leute, die sich wie ein Arschloch benehmen. Ich meine, ich kenne sie nicht. Ich werde einen Däubel tun, da ich höre ja nur, was die anderen sagen. Aber so es gibt Leute, die benehmen sich asozial und haben keine Diagnose oder haben ganz andere Diagnosen. Das weiß niemand. Du musst den vor dir haben. Es ist total schwierig so, ne? Und es ist auch vor allem der Wert. Was ist denn der Wert? Der Wert ist der, dass alle draufhauen jetzt und sich alle drüber freuen, wenn sich jemand aus dem Business gekickt haben. Also wie kann man sich darüber freuen? Also eins kann ich euch sagen, Leute. Wenn ihr euch drüber freut, dass jemand anders aus dem Business gekickt wird, so mit dem ihr eigentlich gar nichts zu tun habt, so, ne, oder am Rande zu tun hat, oder da, also, ich meine, das mit Reef, das war ja wenigstens noch eine Aufzählung von Sachen, die man richtig nachvollziehen kann, aber dann kommen alle aus ihren Löchern und ja, mir hat sie mal nicht zurückgeschrieben und mir hat sie mal das gemacht und ja, und draufschlagen. Leute, das ist moderne Hexenverbrennung, wirklich, können wir bald die Scheiterhaufen aufmachen. Und alle springen drauf und keiner denkt mal selber. Und eins kann ich nur sagen, wenn ihr denkt, wenn ich so im Strom mitlaufe, dann passiert mir nichts. Doch, ihr seid vielleicht die Nächsten, die gecancelt werden. Also das ist ja gerade, kann ich auch nochmal ein Video zu machen, eine riesen Cancel-Bewegung und alle, weiß ich nicht, und irgendjemand oder irgend so ein, was weiß ich, irgendwas gibt so eine Richtung vor und alle laufen hinterher, aus Lust, also hauen wir jetzt mit drauf, ne, auf den Scheiterhaufen, geil. So, ne, und also Spaß an der Zerstörung irgendwie auch oder mitmischen. Gut, Klicks generieren wir wahrscheinlich alle, aber irgendwie mitmischen und im Draufhauen noch Klicks generieren. Und also Leute, wo sind wir da hingekommen? Was ist das für eine Scheißwelt? Sorry. Meine politisch ist es auch, wenn wir gar nicht drüber reden. Also irgendeine Kuh wird durchs Dorf getrieben, alle springen drauf und irgendwann werden wir uns wundern, wenn wir Parteien an meiner Macht sind, die vielleicht unsere ganze Demokratie irgendwie umwerfen wollen, dann wundern wir uns alle, wie konnte denn das passieren? Wie konnte denn das passieren? Das haben wir gar nicht kommen sehen. Nein, das kann ich mal gar nicht kommen sehen, dass da so, dass wir, also noch, sorry, ich bin einfach nur noch fassungslos. Ich bin eigentlich nicht der Auswandertyp, aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier
Strukturen hätte und das nicht auch, das ist ja auch so ein Ding, du kannst als Selbstständiger, das ist ja eine unsichtbare Mauer. Es gibt zwar keine reale Mauer mehr, was meinst du, was der Staat einem für Mauern auferlegt, dass du auswanderst? Das glaube ich, das ist wirklich, aber ich wäre schon längst weg in der Schweiz, kann ich euch nicht sagen, dass Schweiz jetzt in allem besser ist, aber man sucht sich vielleicht ein Land aus, wo das am wenigsten ist, ich weiß es nicht. Also es ist echt verrückt, aber nochmal, also für mich ist das ein Zeichen, wenn Leute überall schreien, Narzisst, Narzisst, Psychopath, Brandstifter, was weiß ich. Es ist nichts Hochschwingendes, es ist ein Zeichen auch, dass du deine eigenen, mag ja sein, dass du ganz schlimme Sachen erlebt hast, dass du die Sachen nicht richtig aufarbeitet hast, wenn du da so unregulierst rangehst und die Öffentlichkeit mit an Bord holst. Also für mich ist das immer so ein bisschen Alarmstufe Rot, weil, also ich habe viele kennen, also den Fall kenne ich, ich kenne die alle nicht persönlich, aber ich kenne Leute, die hetzen und hetzen und hetzen und selber sehr schwierig sind, privat, sage ich mal. Also insofern, das sind so Energien, die sind nicht gut. Ne? Das ist, und du kannst nicht denken, dass du selber wächst, wenn du anderen die Pest an den Hals wünschst. Das kann ich euch wirklich sagen. So, das kann man ja mal für sich privat machen, weil man wirklich enttäuscht worden ist, meinetwegen belogen, manipuliert, ich weiß nicht was. Aber sich daran freuen, dass jemand anders so in Flammen aufgeht, meinetwegen kann man es auch mal privat machen, aber so öffentlich irgendwie, das ist keine Energie, die dich größer macht. Das ist keine Energie, die manifestierend ist für dein eigenes Leben, ne? Und dann hier rotziger an andere YouTuber, die vielleicht mal eine andere Meinung haben, also beleidigen in, das ist ja schon normal, muss man eigentlich gar nicht mehr sagen, aber beleidigen in YouTube-Kommentaren, ja, ihr seid nichts besser, sorry, sag ich euch ganz ehrlich, ne? In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.